Was kommt jetzt, ist die Frage. Was leuchtet denn hier? Hä? Keine Ahnung. Egal. Wir quatschen jetzt mit, ich weiß gar nicht, mit irgendwem hoffentlich. Weil das war eine kleine, aber feine Falle. Du kontaktierst mich genau zur richtigen Zeit, Schüler. Ich wollte dir gerade Neuigkeiten berichten. Ihr habt mich lange warten lassen. Es wird auch langsam Zeit. Ich wurde schon ungeduldig. Na, wir müssen ihm nicht alles erzählen. Es ist schön zu sehen, dass du von dieser Sache genauso besessen bist wie ich. Ja, aber aus einem anderen Grund als du. Ich habe eine Übertragung von Nomen K. empfangen. Er fordert mich heraus, wenn man es so will. Auf Leben und Tod. Er ist wahnsinnig. Unser Gegner ist verzweifelt. Und wahnsinnig. Er muss außer sich sein. Deine Bemühungen, seinen geliebten Padawan zu zerstören, haben ihn aufgerieben. Er will das Blatt wenden. Und wie? Er versteht nicht. Unser persönlicher Konflikt ist für mich unwichtig. Das glaube ich nicht ganz. Ich die Gelegenheit ergreife, ihn niederzustrecken. Auf dich ist er nicht vorbereitet. Ich bin bereit. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Das Duell findet auf Hutter statt. Hutter? An Nomen Kars Verrat vor langer Zeit. Ein passender Ort für sein Ende. Ha. Besiege ihn, aber töte ihn nicht. Sein Leid wird auch seinen Padawan erfassen. Er wird der Köder sein, der ein guter Ansatz. Bringt. Das klingt nach einem Plan. Ich spüre, dass Jessa Wilsam kurz davor steht, aufzugeben. Und Kars verzweifelte Taten belegen das. Unterwirf den Meister und die Schülerin wird ihn retten wollen. Das sehe ich kommen. Das ist gar nicht so dumm. Folgendes Problem habe ich. Wir sind immer noch ein Sith. Und bei den Sith gibt es eine Regel. Sie wieder auf diesem Schiff zu sehen, wärmt mir stets meine Schaltkreise. Das freut mich wirklich. Daran, dass ich immer noch funktioniere. Das freut mich wirklich sehr. Es gibt eine Regel, das ist die Regel der zwei. Und irgendwann tötet der Schüler den Meister. Punkt. Da gibt es gar nicht viel zu diskutieren. Und ich werde den Wichser töten. Der geht mir nämlich langsam gewaltig auf den Sack. So. Hä? Stufe 1 bis 10 nur? Okay, also wir sind auf jeden Fall nicht am Level momentan. So, finde Nomen Kars Versteck. Hei, 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 hei. Okidoki. Das wird ja witzig. Butter. Da regiert keine der Fraktion, richtig? Das ist die Heimatplanet des Hutenkartells. Ne? Sollte man vom Namen her ablösen können? Wird von keiner Gilde kontrolliert, okay. Weil es nicht geht oder weil keiner will? Na, weiß ich nicht. Büt. Wie, Orbitalstation stand da gerade? Ich dachte, ich darf direkt rein. Was ist denn das? Oh, okay. Okay, das sind alles Huttenkartellwachen. Okay, hier hat keiner der beiden Parteien das Sagen. Weder die Republik noch das Imperium. Alles klar. Gut zu wissen. So, das hält mich aber nicht auf. Wir gehen nach Hutter. Und sammeln Jessa ein. Dann haben wir endlich eine Schülerin. Wurde aber auch mal Zeit. Raumhafen Fremdling. Ja, klar. Finde Nomen Kars Versteck. Ja, das kann ja wohl nicht so schlimm zu finden sein, oder? Weiß ich nicht. Wir werden es gleich herausfinden. So. Hei, 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 das ist ja am ganz, ganz, ganz weiten Weg. What the fuck? Die Frage ist... Ne, da müssen wir hinlaufen, ne? Boah, das ist ja übel. Ne, das ist ja ganz schön unangenehm. Naja, ab und zu muss man halt auch laufen können, nicht? So, jetzt gehen wir mal hier lang und dann raus aus diesen... aus dieser Stadt und raus... weg von diesen Mauern. So, Nemros Wachen, naja. Ui, okay, ihr müsst aber einiges zu tun haben, weil hier geht's ja ab. Sumpfleute? Ah ja. Stufe 1 bis 10 hat der Planet. Das ist sehr interessant. Das ist ein Startplanet, oder? War das ein Startplanet? Vom Kopfgeldjäger eventuell? Ich weiß gar nicht mehr. Kann das sein? Boah, es ist schon länger her, dass ich die Kopfgeldjäger-Mission gespielt habe. Die war ziemlich cool, aber wie gesagt, ich bin eher ein Freund vom Jedi und von den Sith-Missionen. Geh weg, knabber an wem anders rum.
Oh oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Ja, passt. Oh shit, sind hier viele. So, schnell hier durch. Ja, schieß auf den Mann, das nicht auf mich. Uiuiui, gefährlich. Der Enter, naja, klar. So, da hinten leuchtet schon was Grünes, da müssen wir hin. Interessante Geräuschkulisse. So, rein hier. Zack. So, Nomen K. und oder Jessa. Wo seid ihr denn? Da ist er schon. Er ist echt eure hier. Eure Anwesenheit verrät mir, dass Uldin und Sylix gescheitert sind. Ja, war ein schlechter Versuch von euch. Was für eine Schande. Ich hätte wissen müssen, dass man Barras nicht trauen kann. Ich hingegen stehe zu meinem Wort und bin allein gekommen. Ich bin doch auch alleine. Wie vereinbart. Euer Meister erweist sich als Feigling, indem er euch an seiner Stadt schickt. Das ist tatsächlich wahr, also. Findi, er hat recht, aber ihr stellt keine Gefahr dar. Ich will niemanden töten. Ja. Nein, ihr seid sicher nur hier, um Pasak zu spielen. Nö, ich will ein Padawan mitnehmen. Ihr seid Barras Spielfigur. Zwar einfallsreich und stark, aber doch nicht mehr als das. Ich muss euer Leben das? Ein Ende machen. Sobald ihr aus dem Weg seid, wird Jessa den Beweis liefern können, den ich brauche, um dem Jedi-Rat die Augen zu öffnen und Barras Netzwerk von Spionen bloßzulegen. Na, überdenkt das doch bitte. Zwingt mich nicht, euch zu vernichten. Ja, ich will das nicht. Es endet hier und jetzt, Sith. Hey, ich hab's versucht. Da kenne ich nichts, da gibt's hier kurzen Prozess. Bam. Boom. Würgen. Was ein Schwächling. Lol. Tja, du hast wohl keine Chance. Ach, die Macht ist stark in euch. Ich muss tiefer graben. Hä? Ey, was Gebt ist denn... auf, K. Niemand muss was sterben. Ist denn das für ein Trick? Niemals! Was ist das denn für ein Trick? Ey, nein, mein Flammenwerfer. Das ist jetzt nicht so geil. Geile Musik. Komm, das war's doch jetzt, K. Nein, das kann nicht sein. Ihr müsst fallen. Ihr müsst vor mir niederfallen. Was ist denn das für ein komischer Jedi? K. Gebt auf. Schweigt, Sith. Der will immer noch weitermachen, okay. Ey, von mir aus. Ey, ey, du musst ja nicht gleich hier würgen. Was ist denn los mit dir? Spann dich. So, das war's mit ihm. War's das jetzt endlich? Meine Wunde ist tödlich, Sith. Zumindest sterbe ich in dem Wissen, dass ihr Jessa niemals Er ist korrumpiert, werdet. Ne? Was ist das denn? Barras hat uns geschickt, falls ihr Hilfe benötigen würdet. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Er sagte, Nomen Kaar soll am Leben gelassen werden. Sollen wir ihn stabilisieren? Nein! Seid verdammt, Barras! Ich will sterben. Dann wird Jessa in Sicherheit sein. Ich werde Jessa nichts tun. Ihr irrt euch. Ich versuche nicht, euren Padawan zu töten. Lügen. Nein. Tricks. Ich meine das voll ernst. Wir retten ihn und ziehen uns dann in ein benachbartes Gemach zurück. Beeilt euch, Männer! Der Jedi wird schwächer! Kann ich das verhindern? Ich will das nicht. Ach, scheiße. Na, super. Ich lebe. Ich durchschaue euch, Sith. Ihr habt mich nur gerettet, um Jessa glauben zu machen, dass euer Herz rein ist. Ich werde nicht der Köder sein, um Jessa anzulocken. Beruhigt euch, Meister Kahn, meine Güte. Es gibt keinen Grund, so bestürzt zu sein. Ich sollte Barras bloßstellen und dem Jedi-Rat die Augen öffnen. Das war meine Bestimmung. Wie krass korrumpiert er ist, ne? Mir gebührt der Ruhm für Barras Niederlage. Oh, du bist aber auch ganz wild unterwegs. Ha, wem haben wir denn da? Hey, sieh mal einer an. Jessa ist aufgetaucht. Das Lamm auf der... Seid wachsam. Ihre Kraft ist bemerkenswert. Aha. Sith, ja. Ich bin gekommen. Ihr habt mich wohl erwartet. Eure Männer draußen haben mich passieren lassen. Cool, ja? Lasst Meister Kaar frei. Eure Bemühungen, mich herzulocken, waren erfolgreich. Jessa, nein!
Ich habe doch gesagt, dass du dort bleiben sollst. Wie kannst du es wagen, meine Anweisungen zu missachten? End. Sie gehört mir. Jessas Schicksal liegt jetzt in meiner Hand, alter Mann. Mein Opfer war umsonst. Dummes Kind. Trotz all deiner Macht hast du nichts verstanden. Was habt ihr ihm angetan? Ey, das war ich nicht. War das schon immer in ihm? Yep. Nein, das kann nicht sein. Niemand kann eine solche Finsternis verbergen. Irgendwie habt ihr ihn in den Wahnsinn getrieben. Setz doch deine Kraft bei ihm ein. Sieh in das Herz deines Meisters und erkenne die Wahrheit. So nämlich. Meister K. hat mir beigebracht, meine Kraft nicht unüberlegt einzusetzen. Nur wenn es notwendig ist. Ist notwendig, mach. Ich wollte sie nie an ihm einsetzen, aber... Oh, shit. Ich spüre Stolz, Neid, Hass und Zorn. Na? Nein! Was für ein Sith-Trick ist das? Ich hätte es gemerkt, wenn er so eine Dunkelheit in sich gehabt hätte. Nicht dein Fehler. Das ist die Natur der Jedi. Sie verschleiern, lügen und verstecken. Na, nicht unrecht. Ich dachte, ich hätte etwas gefunden, auf das ich zählen könnte. Kannst mit mir kommen. Die Jedi sind rein. Bei ihnen weiß man, woran man ist. Richtig? Bei mir auch. Jaysa, das ist ein Trick. Setz deine Kraft an dem Sith ein, dann siehst du es. Nur zu. Sieh in mich hinein, solange du willst. Ich habe nichts zu verbergen. Also gut. Yep. Ich sehe Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. Aha. Und vielleicht sogar Mitleid. Ihr seid dem Weg des Lichts gefolgt. Ihr wart aufrichtig, als ihr das Leben meiner Eltern und das von Meister Junlak verschont habt. Aber Sith sollen die Verkörperung der Dunkelheit sein. Wie ist das? Ja, lern mal ein bisschen draus. Lass es dir eine Lehre sein. Man darf nie mutmaßen. Hör nicht hin, Jaysa. Das ist alles ein Trick. Der Sith hat sich gegenüber mir und dir verstellt, damit du deine Kraft anzweifelst. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ihr habt mir gesagt, dass es eine Ordnung in der Galaxis gibt, dass ihr mir die Wahrheit zeigen würdet. Aber nichts von dem ist wahr. Ihr beide wollt mich nur in den Wahnsinn treiben. Es ist Darth Barras. Er manipuliert uns alle. Töte den Sith. Töte diese Lügnerin und du wirst es verstehen. Ich will dir nichts tun. Ich verberge nichts vor dir. Ich folge dem Licht. Oh ja. Seid ruhig. Okay. Ich kann euch nicht trauen. Ich kann niemandem trauen. Dann ist ja gut. Macht euch bereit, Sith. Ey, was soll denn das jetzt? Hallo, was soll denn... Oh Mann, muss das jetzt sein? Na, scheiße. Tja, du wolltest es, aber was soll ich machen? So, können wir es jetzt sein lassen? Stopp. Wollte gerade sagen, entspann dich. Ich bin nicht ebenbürtig. Ihr hattet die Möglichkeit, mich zu töten. Und doch habt ihr es nicht getan. Kommt zu mir. Versteh es endlich. Du kannst mir vertrauen. Eure Taten sind die des Lichts. Ihr scheint ein Agent der dunklen Seite zu sein. Aber es ist nur eine Maske. Oh, die Musik, krass. Aber Meister K. trägt auch eine Maske. Und seine Täuschung ist noch viel widerlicher. Vergib ihm. Es ist nicht seine Schuld. Seine Verbindung zur Macht ist gebrochen. Ich habe mein ganzes Leben Täuschung und Verleugnung erfahren. Ich dachte, die Jedi wären anders. Ihr habt mir das Gegenteil bewiesen. Ihr habt mir Meister Kars wahres Wesen gezeigt. Eure Macht offenbart den wahren Charakter einer Person. Eure Überzeugung und Reinheit verleihen euch ein großes Ansehen. Das ist es, was ich will. Dann beschreite den hellen Weg. Ich will aber, dass sie dunkel... Ach, egal. Schließ dich mir an. Ja. Und wir werden aus dem Inneren des Sith-Imperiums heraus einen so nämlich Frieden erreichen. Ja, welche Vorteile das hätte. Man kann so viel aus dem Inneren heraus erreichen. Katsching! So erfülle ich doch noch einen Zweck und habe ein Ziel. Was soll ich tun? Und was machen wir mit Meister K? Wir schicken ihn zum Rat der Jedi. Er hat sich vom Licht abgewendet. Ihm muss geholfen werden, damit er geheilt wird und seinen Weg wiederfindet. Ach, die Melodie. Eure Weisheit ist unübertroffen. Binary Sunset. Jaysa, ich sorge dafür, dass die Jedi dich ausschließen.
Du wirst ein Feind des Ordens sein. Wir werden sehen. Dann weiß ich endlich, wie wir zueinander stehen. Oh, shit. Ihr habt mich so weit gebracht, wie ihr konntet. Ich hoffe, ihr seid nicht verbittert. Vielleicht kommt er mit der Hilfe des Hohen Rats wieder zu Verstand. Ja. Ich wünsche ihm das Beste. Ich bin bereit, eure Schülerin zu sein. Geil. Ich freue mich darauf, euch so gut ich kann zur Seite zu stehen. Nein. Nein. Das kann nicht mein Schicksal sein. Wer seid ihr, dass ihr über mich bestimmt? Ihr seid nichts. Ich bin Norman Carr. Oh shit. Der Rat der Jedi muss über einiges an Arbeit leisten bei dem. Ich tue mein Bestes. Heilige Scheiße. Wir haben jetzt echt einen Padawan. Na, ist das geil? Oder ist das geil?